Umarło dziewczynka. A on podchodzi do niej i mówi: Talita kum, ja tobie dziewczynko mówię, wstań. Jakże byli zauroczeni Chrystusem apostołowie. Mieli jednego mistrza, jednego Pana. Meine Damen und Herren, jetzt kommt der zahlenmäßig stärkste Männerchor des Landes. Das Rathaus ist ein Wasserturm, ein Schelm, der Arges denkt. Und Rosen heißt der Männerchor, der Frust im Bier ertränkt. Ein Freibad, ein Gymnasium, Salami weltbekannt. Im Essen euren Hagen, Kinderküsch oder Land. Gibt es in neuen Hagen, in Märkisch oder Land? Im schönen Märkisch oder Land, auf Autos wohl genannt, fühlt sich auch der Berliner wohl in Kiefernsumpf und Sand. Wenn ich in Rente gehe, dann nur zur Ruhestand und nur in der Nähe, in Märkisch oder Land. Und nur in der Nähe, in Märkisch oder Land. Bravo! Jetzt kommt der Männerchor des heutigen Nachmittags. Kumbaya, my Lord, kumbaya.
diesem Jahr in diesem würdigen Rahmen unseres Chorkonzertes einen besonderen Höhepunkt in unserer Chorgeschichte würdigen und ehren. Heute soll aus unseren Reihen ein Mann geehrt werden, ohne den es unseren Männerchor zumindest in dieser Form nicht geben würde. In diesen Tagen vor 30 Jahren konnte ein junger 28-jähriger Musiklehrer von unserem heutigen Ehrenmitglied Waldemar Heiduck überredet werden, sich einer kleinen Gruppe sangesfreudiger Männer, mehr waren ja wohl die 7 Männer nicht, anzunehmen, die den Männerchor Frohsinn 1880 in Neuenhagen zu neuem Leben erwecken wollten. Am zweiten Donnerstag im Oktober 78, der 12. Oktober vor 30 Jahren, kam der junge Musiklehrer dann das erste Mal zu uns in die Gaststätte Süße Ecke und begann sein Langzeitprojekt Formung eines Männerchors in Neuenhagen, wie man heute zu sagen pflegt und wie man ihn heute sieht. Prädikate Mittelstufe gut 1982 und sehr gut 1989 waren messbare Ergebnisse seiner Arbeit bei Kreisleistungsvergleichen und auch nach der Wende errangen wir unter seiner Leitung 2002 ein sehr gut im Wertungssingen der Männerchöre des Brandenburgischen Chorverbandes. Den absoluten Höhepunkt für unser musikalisches Schaffen unter seiner Leitung erfuhren wir im Jahr 2005 mit der Verleihung der Karl-Friedrich-Zelter-Plakette, der höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik für Laienchöre. Auch mit ihm sind die entscheidenden Kontakte und Impulse für unsere nun schon 15-jährige Freundschaft nach Albersweiler in der Pfalz gesetzt wurden. Dieses Engagement, meine Damen und Herren, über 30 Jahre hat die Gemeindevertretung Neuenhagen zu dem einstimmigen Beschluss kommen lassen, diesen Mann heute ganz besonders zu ehren. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Böke, ich darf Sie bitten, die Auszeichnung unseres Chorleiters Johannes Lucchesi vorzunehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Böke, lieber Hannes Lucchesi, es ist uns heute eine besondere Ehre, Sie heute hier in diesem würdigen Rahmen, das 16. Neuenhagener Chorkonzert wird in die Geschichte Neuenhagens eingehen, mit der Ehrennadel der Gemeinde Neuenhagen auszuzeichnen. Spricht für sich an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die Leistung und für das wunderbare Engagement für unseren Männerchor im Namen der Gemeinde Neuenhagen. Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung und vielen, vielen Dank. Geht ja weiter. Es folgen noch zwei schöne Lieder. Das nächste ist ein sehr emotionales Lied. Es zeigt eigentlich die wahren Seelen der Männer dieses Männerchors. Dieses Lied heißt Ich bin kein Bajazzo. Die Frauen sollten schon mal ihre Taschenbücher weiter. Warum bist du gekommen?
kann es ja nicht ändern, obwohl das Herz mir bricht. Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst und leise zu mir sagst, vielleicht. Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst und leise zu mir sagst, vielleicht. Vielleicht bist du im Leben mein strahlend guter Stern. Vielleicht sagst du mir einmal, ich hab dich ja so gern. Wenn du sprichst von Liebe, dann ist mein Herz ganz dein. Vielleicht war unser Glück nur Schein. Wenn du sprichst von Liebe, dann ist mein Herz ganz dein. Vielleicht war unser Glück nur Schein. Meine Damen und Herren, kennen Sie Frank Farian? Ja, er ist ein Texter und Komponist, hat zunächst seine Lieder selbst gesungen, nicht? Dann ist in eine glorreiche Idee gekommen, er hat eine exotische Bockgruppe gegründet und mit der ist er weltberühmt geworden. Soweit ich mich erinnern kann, die Frauen haben wie ich gesungen, der Mann, das war der Frank Farian, seine Stimme. Nicht, das ging ganz gut und diese Gruppe hieß Bonnie M. Und das nächste Lied, was Sie hören, heißt Die Legende von Babylon. Was geschah, ist lange her.
Was geschah die Legende von Babylon an uns auch vor?